Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen, es ist nicht Sonntag, weil wir ja gestern dieses Problem hatten, dass in GeForce Now keine Spiele gestartet werden konnten. Zumindest bei mir nicht. Und mit dem heutigen Update war alles wieder schick. Lag wohl doch nicht an mir. Na, nichtsdestotrotz, ich habe ja versprochen, wir spielen heute Alan Wake halt als Nachfolger, weil gestern haben wir uns ja Portal Revolution angeguckt, was cool ist. Und machen wir mit Banisher weiter. Und in dem Sinne, guten Abend. Guten Abend. Ja, das ist fatal. Machen wir weiter. Wir haben ja hier noch was vor, ne? Noch ein bisschen jedenfalls. Und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Verwende eine Leuchtfackel, um den Haltegriff des Feindes unbeschadet zu entkommen. Ja, das habe ich schon mal mitgekriegt. Ah, ich mag den Song. Ich weiß nicht warum, ich mag den Song einfach. Ah, ist auch zu. Okay. Guck mal, hier ist der Fernseher. Auf denselben Sockel. Das sind die Teils, oder? Dass das Stromkabel wirklich in die Steckdose geht. Was verlinkt ihr da wieder für ein Schweinkram? Ach so. Irgendwann müssen wir mal einen Karaoke-Abend machen gemeinsam. Hi. Okay, wir müssen zu meinem nächsten, drittliebsten Lieblingssong in diesem Spiel. Warte mal, wie sieht's denn eigentlich hier aus mit, jo. David Harewood? Mhm. Der ruft immer noch an. Oh, ich hör's schon von hier. Da ist Coffee World. Ich muss den Fluss überqueren. Okay, das war verkehrt, aber ist egal. Was war das? Wow, 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 wow. Ruhig da, Brauner. Wow. FBI, zeigen Sie sich! Die sind immer creepy, ja, die hier so. Wo ist der Itis? Da ist er! Aua! Ich sollte mal treffen lernen. Immer mehr Leute werden zu Besessenen. Ist das der Kult? Oder die Geschichte? Ja. Oder beides? Ja. Definitiv. Also ich bin dafür.
Nö, nö, nö. Oh Gott. Ah ja, wir müssen hier hoch. Ja. Noch ein Reim. Den Trick mit dem Zielen, ja, kann ich probieren. Guck mal, jetzt kann ich den Pfeil mitnehmen. So, was haben wir denn hier für eine Story? Das sanfte Tier mit prächtiger Krone im Wald rennt am Morgen schon bei dunklen Bäumen vorm Jäger. Es flieht, auf das den nächsten Morgen es sieht. Das sanfte Tier mit prächtiger Krone im Walde rennt am Morgen schon. Okay, das kriegen wir hin. Dazu müssen wir ja, zum Beispiel die Elchpuppe, möglicherweise. Ja, ja. Ja, genau. Oh, Scheiße. Wo ist denn der? Warte mal, irgendwo. Genau, wir müssen hier wieder zurück. Das war's. Oh, verdammt. Ach, verdammt, Inventar ist voll. So, was war hier rechts rum? Ein Kultversteck und eine Manuskriptseite. Dann werden wir diese jetzt so holen. Da oben, okay. Danke. Da war ich doch ein bisschen schneller. Was hatte Watery all die Jahre über Wasser gehalten? Ein Jahrhundert, wenn nicht mehr. Die Einheimischen kannten die Antwort. Mumm. Oder, wie sie es in der Sprache ihrer finnischen Vorfahren ausdrücken, Sisu. Sisu war heute nötiger denn je. Die Stadt war im Niedergang begriffen. Sie hat sich nie ganz von der Schließung des Sägewerks erholt. Auch die Fischerei flaut jetzt ab. Die meisten Menschen hatten die Stadt verlassen, um in anderen Städten Arbeit zu finden. Nur die Hartnäckigsten blieben hartnäckig eingegraben. Parasiten im Körper eines unheilbar Kranken. Sisu. Einige Leute versuchten, die Stadt wiederzubeleben. Die Koskella-Brüder wehrten die drohende Finsternis mit ihren Unternehmungen im Doppelpack ab. Coffee World brachte Touristen, Geld und Arbeitsplätze. Spaß rund um das Thema Kaffee für alle Altersgruppen. Der Kavela Knights Motorradclub baute Festwagen. Die Biker reparierten Fahrzeuge und leisteten freiwillige Arbeit vor Ort, aber das reichte nicht aus. Watery brauchte ein Wunder. Das Ende des Weges war in Sicht und es rückte schnell näher. Noch ein Kultversteck. Man konnte nichts mehr sehen. Alles musste aufgebaut werden! Okay, der ist beschäftigt. Oh Gott. Mein spätabendliches Pokerspiel! Ich habe einen weiteren Totenbesessenen drüben beim Funkturm gefunden. Er sah aus, als wäre er zu Tode geprügelt worden. Oh, ist doch mal ruhig da drüben. Neben der Leiche lang eine Lunchbox und einen seltsamen Strickzeug. Links und Mitte, links und Mitte, 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 Mitte, links. Oh,
Er störte gerade ein bisschen da auf der Seite. Mein Gott, ist der aber... Ruhe da hinten. Abend, Lina. So, da ist ein Behälter. Sehr gut. Der hier zum Beispiel. Ah, wir haben noch nicht unseren... Ah, schade. Wir haben noch nicht unseren Allzweckschraubendreher. So, wir könnten in das Haus. Machen wir auch. Sie hat, wird sie hierher gebracht, glaube ich nicht. Nee. La 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 la. Oh ja. Saga verstand langsam, warum Casey die Welt so sehr verabscheute. Es kam ihr hier bedrückend vor. Es gab zu viele Orte, an denen man sich verstecken konnte. Die verzerrte Karnevalsmusik, die vom Vergnügungspark vor ihr herüberschallte, war nicht gerade hilfreich. Was die Koskellas über ihr Leben in Wardroom mit Logan gesagt hatten, beunruhigte sie. Dass die Horrorgeschichte sie betraf, war eine Sache. Aber dass ihre Tochter darin verwickelt war, war zu viel des Guten. Etwas flitzte über den Weg vor ihr. Es war zu schnell, um es zu sehen. Saga zog ihre Waffe. Ihre Augen suchten den Wald ab. Ein Geräusch über ihr. Saga drehte sich um und sah nach. Ein Einheimischer, ein Mann auf dem Kamm über ihr. Nein, nicht ein Mann, ein Monster mit einer Axt in jeder Hand. Es brüllte zu ihr hinunter. Die Jagdsaison war ein Reinfall. So, noch hier wäre eine jetzt. Dieser Kultkisten. Ja, die haben wir automatisch schon. Guck mal hier. Pfeile. 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 Müssen wir gleich nochmal ablegen. Zu viele Pfeile brauchen wir nicht. Wir müssen hier rechts rum. Da lang. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Jawohl. Wackel nicht so rum, Mann. Sind wir hier richtig? Theoretisch ja. Praktisch. Ja. Was? Was war das jetzt? Pat Main meldet sich zurück und wir haben heute einen ganz besonderen Gast zu Besuch. Den Kuckucksuhrmacher Terry Feldman.
Terry, wie geht es Ihnen heute? Hallo, Pat, alles bestens. Ich bin ein großer Fan der Show. Es ist eine Freude, heute bei Ihnen zu sein. Oh, die Freude ist ganz meinerseits, Terry. Also, Sie haben etwas ganz Besonderes fürs Hirschfest geplant. Erzählen Sie uns davon. Ja, ich arbeite an einer Reihe von Kuckucksuhren aus Linde. Aber das Besondere an ihnen ist, wenn es Kuckuckszeit ist und man damit rechnet, dass ein Vogel herausschaut und zwitschert, kommt ein großer Hirsch raus. Das ist wirklich toll. Ja, ziemlich cool. Einfach toll. Die Touristen werden sich bestimmt freuen. Und ich habe gehört, dass Sie beim Sonntagsmarkt verkaufen. Also schauen Sie doch gleich bei unserem Sponsor Wendy Davis von Davis Family Beef Jerky vorbei. Terry, sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich dachte, du weißt es. Wendy ist tot. Oh, Mann. Das ist ein wirklich schlechter Witz, Terry. Nein, das tut mir leid. Sie wissen schon, FBI-Angelegenheit. Wendy war unter den Toten, die Sie gefunden haben. Aber das kann nicht sein, Terry. Wendy hat heute ihr Beef Jerky hier vorbeigebracht. Drei Geschmacksrichtungen. Geräuchertes Hickory, Teriyaki und... Was war die andere? Tut mir echt leid, Pat. Wie hieß das gleich nochmal? Sie sprach doch darüber erst vor ein paar Stunden. Geräuchertes Hickory, Teriyaki und... Hickory Teriyaki! Hickory Teriyaki! Danke, Tapio. Ein wirklich unangebrachter Witz, Terry. Stecken Jacko und Elmo dahinter? Pat. Naja, irgendwer wird diesen kleinen Scherz bestimmt lustig finden. Terry, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich freue mich schon auf die Hirschfestkuckucke. Wendy wird wie immer mit ihrem Beef Jerky da sein. Wir sind gleich zurück. Ach, der kann Ihnen ein bisschen leid tun. Da ist so ein Behälter, okay, aber hier ist eine Lunchbox, da wollen wir hin. Da ist auch das Symbol für Lunchbox. Und da liegt Lunchbox. Noch mehr dieser Kinder-Lunchboxen. Sieben. Ich senkte mein Gewehr. Auf dem Autodach stehend blickte ich auf das Gemetzel hinab. Die Zombies hatten fast gewonnen, aber zum Glück war ich da. Manchmal sind die Menschen, von denen wir es am wenigsten erwarten, die Helden, die wir brauchen. Dank mir war meine Stadt nun endlich sicher. Ich schwang das qualmende Schießeisen ein letztes Mal über meine Schulter, hoffentlich zum letzten Mal. Die Stadtbewohner, die vorsichtig aus ihren Verstecken hervorkamen, bestaunten dasselbe Blutbad, das ich auch sah, und riefen meinen Namen, und ich winkte, und sie jubelten wieder. Endlich konnte ich wieder in mein ruhiges, bescheidenes Leben zurückkehren, Bücher lesen, im Garten arbeiten, stricken und die beste Pilzexperte der Welt sein. Plötzlich packte er mein Handgelenk. Ich blickte in die Augen des liebenswürdigen, sensiblen Schriftstellers, den ich seit meiner Kindheit kannte. Ein Lächeln überzog sein wunderschönes, freundliches Gesicht und ich fühlte mich seit dem ersten Auftauchen der Zombies zum ersten Mal ruhig. Ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir für den Rest unserer Tage in Frieden miteinander leben. Ja, das ist schön. Das ist schön. Das freut mich. So, okay. Wir müssen wieder runter. Nachdem wir die Kiste hier geöffnet haben. Wo nichts drin ist. Da ist auch nichts. Noch mehr dieser Reime. Hat er uns das nicht angezeigt? Doch, aber keinen Standort. Drei kleine Rehe wagten sich ins Freie hinaus, fanden einen Ort zum Fressen und Spielen ganz famos. Doch eines der Rehe kam niemals zurück nach Haus und zwei der Rehe suchten Trost und walten los.
Macht Sinn. Ich hab's gesehen. Ich hab's wegpesen sehen. Hab ich ihn erwischt? Ja. Ein Talisman. Wir müssen zurück und hier lang. Auf dass wir über Dichter zu meinem drittliebsten Song hier kommen. So, wir sind hier richtig, richtig? Richtig. Ist aber riesig da hinten. Ohne dass ich mich mehr grusel als vor dem Spiel. Was ist eine Augenspielung? Ich hatte sowas noch nicht. Und ich frage mich ernsthaft, ob ich es jemals brauchen sollen müsste. Rechts halten, ne? Okay. Ich hör's schon. So, wir haben eins. Ist aber noch was Zweites. Schräg rechts hinter uns. Da. Und noch eine Lunchbox. Hallo, Held. Ich fürchte, dass ein paar Blätter von meinem privaten Fanfiction-Projekt in einige dieser Verstecke geratet sind, aber ich weiß nicht, welche. Ich habe einige online gestellt und sie erhalten ziemlich gute Kritiken, aber es wäre mir lieb, wenn du sie nicht lesen würdest. Ach so, die Tropfen. Die man kriegt, wo man dann nachher nach hinten gucken kann, wenn man nach vorne guckt, richtig? Die kenne ich, die habe ich schon mal als Kind bekommen und irgendwann mal später. Da brauchst du keinen Schulterblick mehr mit den Tropfen. Die Akustik ist echt mies. Laufe ich hier richtig? Ich glaube, nein. Ah, da sind wir nachher irgendwann mal. Ja, aber ist wichtig, ne? Auch wenn es lästig ist. Damals, wo ich geglaubt habe, dass die Luftballons irgendeine Bedeutung hätten, dass man die kaputt schießen kann. Ja. Ich habe ja schon mehrfach gesagt bekommen, dass die Stimme leicht einschläfernd ist, im positiven Sinne. Irgendwann muss ich mal Hörbücher rezitieren oder so. So. Den Drippi. Was ist jetzt der Drippi? Ja, nicht Foxy anmachen, ja. Es scratcht schlicht durch den Wald.
Eine erschreckende, dunkle Präsenz in der Dunkelheit, die man eher spürte als sah. Die Dunkelheit kochte in seinem Schädel, wie eine Gewitterwolke, die in eine Flasche gepresst wurde. Im Wald wimmelte es von jenen, die er entführt hatte. Sie begleiteten ihn, folgten seinen Anweisungen, seiner Armee der Dunkelheit. Er hatte ein pulsierendes schwarzes Loch in seinem Kopf, aus dem Wellen hervorbrachen, die seine Herde in Raserei versetzten. Der Klicker. Mit ihm wollte er sein schreckliches Ende der Geschichte wahr werden lassen. Die Kunst war da. Der Klicker würde sie über die letzte Schwelle schieben, der Auslöser einer Flutwelle, die sich ausbreiten und die Realität verschlingen würde. Er stand so kurz davor. Die Besessenen röchelten und kreischten und zerrten an ihren unsichtbaren Fesseln, erfüllt von einem Blutrausch. Scratch ließ sie los. Sie stürzten sich mit wildem Eifer in die Nacht. Er riss sein Schild aus dem Boden und schwang es in der Hand, als ob es aus Luft bestünde. Weiter vorne setzte die Musik ein. Sie spornte ihn an. Möge das letzte Hirschfest beginnen. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Ja, für wahr. Für wahr, das Bild passt. Okay, so schlimm ist es, ja? Okay. Halt, gib mir, so. Saga wusste nicht mehr, wie oft sie bereits gefeuert hatte. Nur, dass es mehr Schüsse waren, als sie Kugeln im Magazin hatte. Dennoch ging ihr die Munition nicht aus, als hätte ihr Magazin plötzlich Platz für mehr Kugeln. Sie feuerte erneut. Das finde ich schon cool gelöst. Caseys Lieblingsmarke. Schmeckt furchtbar. Gibt's den in echt? Den würde ich mal kosten. Warum auch nicht? So, Watery. Ach Gott, so viel. Das habe ich schon gelöst. Das kommt hierhin, das kommt dahin. Super. Müssen wir nicht mal mehr aufhängen. Die Geschichte beeinflusst die Erinnerung mehrerer Leute. Wie die Geschichte aufhalten? Nein, das Dunkel, der Übergang. Wie verändert die so das da? Sauber. Dann haben wir der Klicker. Mit ihm wollte er sein schreckliches Ende einleiten. Der Klicker. Bob. Da bleibt nur Hörbuch hören. Da bleibt nur Hörbuch hören. Pity Platsch der Liebe zum Beispiel. Watery. Watery. Ja. Nochmal Watery. Nochmal Watery. Ah ne, das sind die seltsamen Puppen. Ja. Und noch eine Puppe. Ach, ist doch was? Okay. Das ist jetzt aber neu. So. Coffee World, Watery. So. Da ist noch eine Kiste. Wen kann man schießen? Drippi? Wo ist ein Drippi? Drippi, 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 Drippi. Wer ist Drippi? Wer ist ein Drippi? Ach, irgendeiner drin ist es, glaube ich, da, ne? Hallo? Jemand da? Nein. Sind Sie rausgekommen? Haben die Besessenen Sie erwischt? Oder wurden Sie zu Besessenen? Ich muss den Schlüssel zur Wohnwagensiedlung finden. Ilmo meinte, der Schlüssel sei im Safe des Geschenkeladens. Versperrt.
Ich brauche etwas, um es aufzubrechen. Eine Liste mit Wartungsarbeiten. Eingangsschilder, Kopf. Wurde beschädigt. Mit Reinigungsmittel gesäubert und Schild gewachst. Das sollte. Gott, das ist Slow Rose, das steckt fest. Schaukel nicht. Hab sie mit WD-30 behandelt, ne? Das reicht für den Moment. Umgefallener Baum in der Nähe der Latte-Lagune. Okay, soll ich vielleicht den Baumpfleger anrufen? Mit der Kettensäge abgesickt und weggeschafft. Das Holz behalte ich. Mehrere durchgebrannte Glühbirnen an Persillator ausgetauscht, neue Glühbirnen bestellt. Ja, es könnte ja sein, dass jemand kommt, ne? So. Eingezogen, sehr gut. Ein Schraubenzieher. Hey, das Schloss kommt schon wieder. Ich habe es kurz mit dem Schraubenzieher aufgestemmt. Der verschwunden ist schon wieder. Leg den Scheiß wieder zurück, wenn du was benutzt, ne? Okay. Der Song, der ins Blut geht. Und hier kommen Leute freiwillig hin? So. Links von mir ist irgendwas. Weiter im Text. Um die Ecke rum ist was. Noch ein Kultversteck. Eins. Eins, vier. Eins. 4-7. Ja, nicht das, was dir nicht gehört oder so ähnlich. Hä? Guck mal, das verschwindet dir gerade, das Blut. Interessant. Vorübergehend außer Betrieb, aber was kann ich denn hier machen? Oder wenn man lange dran starrt, kommt hier ein Gesicht raus oder so? Wie, du hattest beim zweiten Durchlauf eine Fox-Tonspur. Ach, die aus der Werbung, ne? Halt. Drin. Das Geräusch, ey. Wir müssen hier runter. Ich glaube, der Schlüssel war hier unten, ne? Im Percolator. Was ist das hier? Ach, die Puppen. Okay. Bürgermeister Setter spricht Ihre Fragen an. Und jetzt haben wir den Eintrag. Auch hier. Ja. Genau.
Hier ist doch ein relevanter Ort. Ach, das war der Elch, genau. Mocha ist etwa 6 Jahre alt. Wussten Sie, dass ein Elch bis zu 25 Jahre alt werden kann? Mocha wiegt 370 Kilo. Wussten Sie, dass Elche die größte Hirschart der Welt sind? Mocha liebt es zu schwimmen. Wussten Sie, dass Elche bis in 6 Meter tief tauchen können? Ja, weil sie so lange Beine haben. Mochas liebstes Getränk ist Kaffee. Genau. Aber leider ist Mocha nicht mehr da. Das tut mir sowas von leid. Suyulata. Mhm. Ich suche aber was anderes. Also gut. So viel Gefahr. Arsch! Es war zu schnell, um es zu sehen. Alter, der nervt. Hey, damit sollte ich in den Souvenirladen kommen. Ey, es kommt ja später. Die Lücke im Boden, ne? Wo wir runterklettern müssen, dürfen, können, sollen. Ja. Achtung! Meine Güte! Ganz ruhig, Saga. Ist nur eine Kaffeekanne. Gott sei Dank. Hält Bomben fest, wenn man es richtig macht. Aber es reicht nicht aus. Das Ende war... Ach so, das war Waffe. Schon wieder Waffen liegen lassen? Nee, ne? Nee. Die Leute hier landen.
Ein Schatten bewegte sich in der... Hä, wo ist der Giftshop? Cool. Ja, warum auch nicht, ne? Oh, ich bin falsch gelaufen. Das ist nicht so schlimm. Und zack, Einlass gewährt. Und wo ist der Safe? Ein Spielzeugmesser muss reichen. Hey, nur kurze Vorwarnung. Ich habe noch eine wütende Sprachnachricht von der Mutter eines Kindes bekommen, dass sich mit einem der Souvenir-Pukus ins Augen gestochen hat. Wer hatte eigentlich die grandiose Idee, Kindern in einem Kaffee-Vergnügungspark Plastikmesser zu verkaufen? Ach ja, das war deine. Jeff, ich brauche nochmal deine Hilfe mit dem Elch. Mocha ging es wunderbar. Sogar der Befund vom Tierarzt war einwandfrei, doch dann ist er einfach umgekippt. Angeblich war es ein Herzinfarkt. Ich mache dir keine Vorwürfe. Vielleicht hat er einfach ein schlechtes Herz oder er hat einfach keine Aufputschmittel vertragen. Wir sagen den Kindern, dass Mocha eine kleine Auszeit nimmt, aber ich brauche dringend deine Hilfe, damit hier weiterhin alles reibungslos abläuft. Hast du noch was auf Lager? Danke im Voraus, Immo. Versperrt. Warum hast du das verdammte Passwort in Safe-Shop geändert? Welchen Code würde Immo verwenden? Wache, Helfer, Lieferant. Wer hat dir wehgetan? Warum bist du so paranoid? Okay. Den Hinweis hatten wir schon mal. Das war hier... Coffee World-Mitarbeiter. Hoffentlich sind sie keine Monster. Auf den Fotos machen? Kleben Sticker. Right, oh, ist es immer Unterschied? Coffee World. Der koffeinhaltigste Ort der Welt. Und trotzdem hilft mir hier niemand, den Schlüssel zu bekommen. Oh Gott. Macht Sinn. Oh. Hä? Ach so. Mit Schraubenziehern in Geschenkeläden einzubrechen, ist nicht gerade üblich. Nicht gerade üblich. Okay, gefunden. Watery. So. Muss einmal profilen. Ich muss den Safe öffnen. Wie lautet die Kombination? Die Leute hassen Rätsel, Ilmo. Warum nicht die Schlüssel? Die Leute lieben Rätsel, Jako. Nur kluge Menschen können sich gute Rätsel ausdenken. Naja. Sehen Sie sich einfach nach der Antwort um. Motivierte Angestellte werden belohnt. Die Safe-Kombination muss irgendwo im Souvenirladen sein. So. Nichtsdestotrotz. Eigentlich wollte ich die Nachricht, die Notiz haben. Warte mal, Falltafel. Und oh, schon wieder neue Fall. War doch gerade eben. Okay. Achso, wir haben wahrscheinlich neue Info deswegen.
Warum haben wir den Zettel nicht nochmal? Weil wir den Zettel woanders haben, richtig? Aber das sind die Manuskriptseiten, da sind die Zettel nicht. Haben wir darauf doch mal Zugriff? Da muss ich rüberlaufen. Wache, Helfer, Lieferant. Wache, Helfer, Lieferant. Wache, Helfer, Lieferant. Wache, Helfer, Lieferant. Zwei. Nee, vier. Vier, 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 vier. Vier, vier? Hatten wir letztes Mal auch schon, ne? Vier, vier und Lieferant. Vier, vier, drei. Das war's, glaube ich, nicht. Ups. Wache, Helfer, Lieferant. Fundsachen, warte mal, vielleicht war hier Fahrer. Fahrer, da ist der Lieferant. Thomas, ist eine 1. 4. Vier, sechs, eins. Puh. Na, schade. War's nicht. Wache ist er. Vier. Vier, sechs, eins war es nicht. Vier, vier, eins war es aber auch nicht, ne? Hatten wir probiert. War das erste. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir den englischen Text lesen. Anstelle der Übersetzung. Achso, da. Lookout Fixer Supplier. Ah, nee, hier unten. Hier, oh Gott. Da, Spurensucher, Wache. Spurensucher, also Tracker, Lookout Cleaner. Na toll. Tracker, Lookout, Cleaner. Tracker, Lookout, Cleaner. Tracker, Lookout, Cleaner. Haben wir nicht. Auf alle Fälle Janitor. Zwei, sechs. Eins, zwei, nee. Eins, zwei, sechs. Eins, zwei, sechs. Wird bestimmt stimmen. Nicht. Sag mal. Sp-
Spurensucher, Wache, Saubermacher. Spurensuche, Wache, Saubermacher. Ach doch. Spurensuche. Fundsachen. 1, 4. Eins, vier, sechs. 1, 4, 6. Hatten wir doch auch schon. Nee, hatten wir noch nicht. Die Schlüssel zu meinem Wohnwagen. Jetzt muss ich noch den Klicker und den Kult finden. Leider haben wir keine Bright Falls-Mischung mehr, entschuldigte sich Anna bei den Kunden. Ich hole einfach etwas von hinten. Mehr Kaffee kommt sofort. Sie schlug vor, dass sie mit dem Percolator fahren sollten, während sie warteten. Sie ging dann immer am Espresso-Express vorbei. Lächeln, Anna. In der Coffee World gibt es nur Lächeln. Anna nickte. Lächelte. Sie lächelte, bis ihr das Gesicht wehtat. Anna blieb stehen. Sie bemerkte, dass sie neben dem Hutari-Brunnen stand. Sie war wohl weggetreten, dachte sie. Sie wollte gerade gehen, als ihr etwas im Brunnen auffiel. Ein Schatten bewegte sich in der Dunkelheit. Anna wurde von einem Schwindelgefühl überwältigt. Die Welt kippte um und dann fiel sie hinunter. Hinunter, hinunter in den Schacht. Die Dunkelheit öffnete sich und verschluckte sie. Sicherheitshalber. Gut. So, da. Coffee World Versteckschlüssel. Okay. Muss ich da über die Brücke? So, von hier jetzt rechts. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Auf der anderen Seite. Die kenne ich gar nicht, glaube ich. Hä? Ach, das Ding hier. So, links von uns. Da haben wir da aber schon geguckt. Und dann haben wir da hinten nochmal irgendwo eine Truhe. Sie ist rechts von uns. Ich glaube nicht, Tim. Okay. Dann, wo wollen wir jetzt hin? Wir müssen zum Percolator. Oder auch nicht, da waren wir ja schon. Können wir nicht nochmal aktivieren, schade. An
Ansonsten könnten wir jetzt auch problemlos hier rausgehen. Machen wir auch. Wolf hier. Ich schaue in die fast richtige Richtung. Also da lang. Das ist der Presso-Shop, warte mal. Aber ist richtig. Und dann rechts abbiegen, okay. Okay, der Hotelbrunnen. So, hier war auch noch irgendwas versteckt, glaube ich. Da. Was verbirgt sich hinter dem Lächeln? Achso, ja, das haben wir ja schon bekommen. Mit M und T sollten gestern Abend auf Streife gehen, sind aber nicht aufgetaucht. Wenn jemand etwas von ihnen hört, lasst es mich wissen. Erpresserisch. Wird da gesprochen, glaub mir. Noch eine Kultkiste. Ist ja kultig. Man kann da leider nicht runter, schade. Das geht von hier nicht auf. Von hier geht's nicht auf? Ist auch schlecht. Kriegst denn dann auf? Indem ich hier drüber laufe, wahrscheinlich. So. Da ist nichts. Eine Sicherung fehlt. Oh. Ohne sie funktioniert die Bahn nicht. Oh, noch eine Sicherung wieder. Mensch. So, wo müssen wir hin? Hier ist eine Platine, die wir nicht kriegen. Aus Gründen. Obwohl, die müssten wir doch einfach kriegen, die Platine. Nee, die Platine ist unten drin, stimmt. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Was ist unser Ziel? Untersuche meinen Wohnwagen. Ich weiß gar nicht, ob wir dem Storyverlauf folgen müssen oder ob wir hier weiterkommen. Ich glaube, wir kommen von der anderen Seite erst ran, ne? Genau, 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 genau. Ich muss mich jetzt hier rechts halten, hier runterkommen. Weil hier ist der Wohnwagenbereich. Achso, das hatten wir. Oh, warte mal, da ist der Lunchbox. Moment.
Da ist noch eine Lunchbox. 9. Du kannst alles tun, was du dir vornimmst, Held, solange das, was du dir vornimmst, Teil der Geschichte ist. Wo ging's da lang? Das ist der andere Teil, den wir, glaube ich, noch nicht durch... Doch, eigentlich schon, ne? Gehen wir mal rückwärts die Strecke, wenn das geht. Ba, 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 ba. So, dann laden wir mal wieder was um. Hier, die Pfeile können wir umladen. Der Rest sieht erstmal soweit gut aus. Wobei, die Munition stapelt sich schon schlecht. Das packen wir mal zur Seite. Ja. Der JP hatte recht, wenn man trifft. Upsala. Ich glaube, der JP hatte ein bisschen recht gehabt. So von wegen Headshots trifft auch mit der Pistole. Ja, könnte recht gehabt haben. So, das können wir hier noch nicht lösen. Oh, noch ein Reim. Ein alter Wächter von der See, ja, das können wir nicht lösen. Da fehlen uns doch haufenweise Krabsachen. Oh. War hier schon immer so viel? Nein. Nee, uns fehlt noch was. Uns fehlt noch was, okay. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass hier 3 Stück standen. Alle Puppen, die ich brauche und noch nicht habe. Also kann ich das doch lösen, oder was?
Mir fehlt, glaube ich, die Puppe des Bösen hier. Denken, Saga. Ja, denken. Das ist falsch. Oh. Oh. Ja. Ach, das war ja da unten, ne? Ach, das war ja da unten. Das war gar nicht hier oben. Ach Gott. Hier ist so eine Lunchbox. Stimmt ja. Das war ja nach unten und nicht hier. Ich habe keinen Schlüssel. Das war ja da unten. Noch eine dieser Lunchboxen. Nochmal 9. Doch dann nahezu im selben Augenblick, wenn auch nicht ganz, ergriff eine andere Hand mein anderes Handgelenk. Es war der verschwundene Zwillingsbruder meines Jugendfreundes, ein rauer Ex-Soldat, mit dem er mir geholfen hatte, die Zombie-Horde zurückzuschlagen, mit seinem gemeißelten Kiefer, den flammenden Augen und der abgewetzten Lederjacke. Mein Herz flatterte wie ein kleiner Vogel in seinem Käfig. Ignoriere ihn, Süße, du weißt, dass du mich willst. Der einfühlsame Freund, den ich mein ganzes Leben lang gemocht hatte, oder der leidenschaftliche Krieger, den ich nur einen einzigen Tag lang kannte. Wie sollte ich mich jemals entscheiden? Die Zombies waren einfacher als das. Saga zog ihre Pump-Action-Schrotflinte und legte sie an. Sie lag perfekt in der Hand. Sie war ganz ruhig und hatte alles unter Kontrolle. Sie drehte sich schnell um, bereit für alles. Auch Amazon ist Microid. Ja, ist Microid. Saga feuerte. Sie traf den Besessenen erneut. Dann zog sie den Bolzen zurück, um nachzuladen. Sie feuerte noch einmal. Noch ein Treffer. Schneller. Nochmal. Noch schneller. Und noch einmal. Es entstand eine seltsame, tödliche Feedbackschleife, die immer schneller wurde. Bei mir auf dem Kanal sind ein paar Wimmelbildspiele. War sehr spaßig. Also manchmal ist das auch sehr lustig. Ja. Benoit Sokal ist der Autor, das ist richtig. Der hat viele unterschiedliche Spiele gemacht. Unter anderem habe ich gerade eins hier noch liegen. Moment, ich hatte hier eins zu liegen. Moment. Ich hatte hier definitiv eins zu liegen. Nee, das war nicht von ihm. Nee, das liegt nicht hier. Paradise zum Beispiel, das liegt hier. Ja. Ich hab's gerade im Blick, Moment. Auch Sinking Island haben wir gespielt. Ja. Och. Ja. Genau die. Paradise und Sinking Island. Echt nicht? Habe ich schon gespielt. Das ist schon durch. Der vierte ist besser als der dritte. Der dritte ist gut. Wenngleich
dieser Wechsel nicht sonderlich gut getan hat, muss man auch leider so sagen, in die 3D. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Den Talisman kann ich an meinem Armband anbringen. Oder auch lassen. Das neue Tomb Raider, also den Remaster meinst du, ja? Oder... Ich auch. Ich fand den letzten besser als den dritten. Aber das ist halt so mit den unterschiedlichen Empfindungen, Geschmäcker und hast du nicht gesehen, ne? Aber nicht den Reboot, ne? Den meinst du ja nicht. Sondern du meinst den allerletzten aus der Serie, oder welchen meinst du? So, das ist der Weg hier hoch, wo wir gerade eben waren. Auf der Seite stand, dass ich hier einen Kultisten treffen würde. Bleib auf der Hut, Saga. Ach, den Reboot. Also die Trilogie, die neue Flagge, die ist gut. Also die ist wirklich gut. Zumindest finde ich sie gut. Bürgermeister Setter begrüßt Ihre harten Fragen. Ist im Regen. Ich darf kein Wasser trinken oder baden. Nie wieder. Schnaps. Nur noch Schnaps trinken, Bruder. Sehen nicht wie Kultisten aus. Ja. Das hilft nicht! Hä? Ich bin nicht ich selbst! Wie kämpft man dagegen an? Wir sind zu alt! Verzeih! Ich suche nach dem Trailer der Andersons. Gerade rechtzeitig, meine Liebe. Wie schon gesagt, es stimmt nicht. Die Lügen tun dir nicht gut und schwächen dich. Glaub nicht ein Wort. Sie glauben daran, weil sie tief in ihrem Innersten möchten, dass jemand für sie denkt. Wir sind anders. Rebell, du musst es aufhalten, bevor es Realität wird. Ihr seid kein Teil der Geschichte. Schreibe die Geschichte selbst. Skat der Hölle, bitte! Diese alten Trunkenbolde lassen sich von der Horrorgeschichte scheinbar nicht beeinflussen. Wissen Sie, was hier passiert? Woher kennen Sie die Geschichte? Du selbstverständlich auch, meine Liebe. Wir sind eine Familie. Die Andersons. Wikinger. Götter. Es ist so schön, dich endlich zu sehen, Saga. Ich
bin dein Großonkel Odin. Und das ist dein lange verschollener Mofa. Thor! Das ist mein Mofa. Kerasager. Er ist dein Großvater. Und ich bin der Allvater. Genauso verrückt wie alle anderen auch. Genauso betroffen. Ich muss konzentriert bleiben und mir den Wohnwagen ansehen. Ich weiß, es ging mir um das Mofa. Du bist bestimmt beschäftigt, meine Liebe. Wir wollen dich nicht aufhalten. Komm jederzeit vorbei. Ja. Bei unserem Ort der Ruhe. Im Pflegeheim Valhalla. Was ich sagen wollte zu Tomb Raider. Ich hatte ja schon mal gesagt, die Ex googeln auf, also bei YouTube suchen, ne? Hat einen sehr interessanten Kanal, weil der sehr viel, ich würde mal sagen, Art Dokumentation, Erklärung und so weiter macht von bestimmten Spielgenres, wie auch Bioshock, ganz cool gemacht, und Bewertung. Er hat unter anderem halt auch Tomb Raider, die Entstehungsgeschichte und Erfolg und Fall von Tomb Raider und Wiederauferstehung bezeichnet. Es gab einen maßgeblichen Entwickler vom ersten Teil, der mit der Vermarktung und mit der Präsentation von Lara nicht zufrieden war, weil eben halt, ne, die sogar verzichtet haben auf die Mordskohle, weil die ja anteilmäßig an den Verkäufen bezahlt worden sind. Die haben vorher einfach gesagt, nee, ist Feierabend, obwohl die Kohle reinkam gerade. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er mitunter involviert gewesen am Reboot und an der Präsentation im Reboot, weil er ist eine attraktive Person, ne? Muss man auch dazu sagen, aber eben halt nicht mehr in der Form dieser überdimensionalen Weiblichkeit, ne, sondern eben halt ein tougher Mensch. Und das war das, was seine Vision war, die aber leider von den Marketing-Köpfen hinter Core nicht gesehen wurde. Ja, genau. Ich habe alle Teile, deswegen. Okay. Ihr Name ist Anderson? Genau wie du, Kleine. Thor Anderson. Odin Anderson. The Old Gods of Asgard. Das ist unsere Band. Du bist Saga Anderson. Verdammt nochmal. Eine Wikinger-Göttin. Das hört sich nicht gut an. Thor? Odin? Saga? Alles nordische Namen. Und derselbe Nachname. Ein Zufall? Hat die Geschichte ihren Namen zu meinem geändert? Ich guck gerade, kleinen Moment. Ich versuche gerade den Kanal zu finden für dich. Moment. Halt, nein. Da ist der Kanal, Moment. Jetzt muss ich nur noch. Genau, also ich verlinke euch mal das Video dazu. Teilen. Link kopieren. Chat. Ja, Lara war ein Platzhalter, aber wurde dann genommen, deswegen. Ja, das muss ich noch spielen, The Beast Inside, liegt schon rum. So, hier. Da habt ihr den Link auf dem Kanal, den kann ich empfehlen. Ist englischsprachig, tut mir leid an der Stelle für diejenigen, die dort eine sprachliche Barriere haben, aber der ist wirklich gut und macht es auch richtig gut. Und wer noch, das ist jetzt zu viel. Also weißt du, wo der Trailer der Andersons ist? Direkt hinter uns. Wir haben ihn beobachtet, seit du gegangen bist. Aha. Danke für die Hilfe. Jederzeit, Kleine. Ihr beide hattet wohl ein bisschen zu viel Spaß.
Sie durchschaut uns, Bruder. Sie hat die Macht. Das schreit nach einer verdammten Feier. Die kleine Saga. Ganz erwachsen und wieder zu Hause. Ja, wir haben was getrunken. Nur zum Probieren. Der berühmte Anderson-Schnaps. Der Nektar der Götter. Willst du auch was? Nein, danke. Habt ihr ein paar Verrückte mit Hirschmasken gesehen? So viel habe ich auch nicht getrunken. Je leerer die Flasche, desto schöner die Dinge, die man sieht. Mit einem Auge ist es sogar noch besser. Okay, vergiss es. Okay, und warte mal, hier ist ein... Wenn das zu sehen ist... Haben wir Artis Show verpasst? Ja. Dieses deprimierende Tango-Zeugs ist schlecht für dich, Bruder. Steckt zu viel Wahrheit drin. Okay, steckt zu viel... Oh, da hinten. Tango ist erbaut. Musik für die Seele. Ja. Noch eine Alex Casey Lunchbox? Du kannst Widrigkeiten meistern und deine Ziele erreichen. So wie Glückskeks. Geht das? Ah, jawohl. Ein bisschen starr, aber es geht. Wie spät ist es? Wir müssen bald zurück zum Bus, Bruder. Der Ruski will uns bei jeder Gelegenheit zurücklassen. Wir haben Zeit. Blam will es sich nicht mit uns verscherzen. Ich mag den Detailgrad. Ah, hier, ne? Old Gods of Asgard, Pools of the Fall. Nur mal so. Das da sieht aus wie ein halber Ottifant. Nur ohne Otti und Fant. Es stinkt nach Alkohol. Ach Quatsch. Ein architektonisches Rätsel von Margaret Formore, Mord im Herrenhaus. Ein Wortspielbuch von Ilmo. Stehen wir uns in der Geschichte nah? Das würde sein Verhalten erklären. Habe ich in seiner Fiktion das Büro verlassen? Unser tiefstes Mitgefühl für Ihren Verlust. Das FBI ist sich bewusst, dass dies eine sehr schwere Zeit für Sie ist. Ich kann Ihnen persönlich versichern, dass wir uns um Ihr Wohl sorgen und Ihnen die Zeit geben möchten, die Sie für die Bewältigung dieser Tragödie benötigen. Das FBI ist für Sie da. Wir heißen Sie gern wieder in Arbeit bekommen, wenn Sie dafür bereit sind. Wir schätzen Ihren scharfsinnigen Verstand sehr und hoffen, dass Sie bald wieder in unseren Reihen zu begrüßen. So. Ein kritischer Blick auf ein kaputtes System. A. Morio. Haben wir da alles gesehen? Da oben war auch noch was. Mord. Achso, ja. Quatsch. So. Guck mal. Logan. Das ist ja der FBI-Tasse. An mich adressiert. Vor Jahren. Wake hatte recht. Die Horrorgeschichte verändert die Realität, nicht nur die Erinnerung der Leute. Boah, die Pizza hier schon. Sarah Anderson Watery, okay, das ist einfach nur Strom, Schecke bitte ausstellen, $48. Das ist Mamas Handschrift. Ach, wie heißt das Spiel? Oh Gott, Scratches. Wäre zum Beispiel was. Alles erinnert mich an Logan. Das könnte ihr Zimmer sein. Langsam wird es zu real. Zu persönlich. Das nordische Sagenbuch, das meine Mutter Logan geschenkt hat. Wie hier Pazifischen Nordwesten?
Der nette Fremde, das uralte Haus, das Mädchen mit der roten Schleife. Logans Junior-Agenten-Zertifikat. So süß. Bonn. Logan liebte ihre Musik. True Colors, ne? Haha. Bestimmt ein Hinweis. Das sind Thor und Odin. Aha. Computerspielen, aber mit wem? Mhm. Ah, Night Springs. Neue Staffel demnächst. Für Logan, strahl immer weiter, mein kleiner Rockstar, dein stolzer Urgroßvater und Urgroßonkel. Ach, schön. Ja. Meine neuen Verwandten gehören dem Kult des Baumes an. Und das ist der Klicker. Der Kult hat ihn, genau wie auf der Seite beschrieben. Kalevala Knights. Das ist der Motorradclub der Koskela-Brüder. Ich werde in Odins und Thors Pflegeheim vorbeischauen. Gleich nach dieser Biker-Werkstatt. Nein! Juni 2019. Das stimmt nicht. Das ist nur eine verdammte Geschichte. Eine Lüge. Logan ist zu Hause. Unversehrt. Scheiße. Sie ist in der Schule. David. Ich bin in der Geschichte und sie wird wahr. Wake sagte, Scratch würde versuchen, mir weh zu tun. Aber er sagte auch, dass man es noch stoppen kann. Dass der Klicker es stoppen kann. Hey, hier ist David. Sprecht aufs Band. David? Geht es Logan gut? Ruf mich zurück, sobald... Mulligan? Was zum Teufel? Hey! Bleib, wo du bist! Woher hat es jetzt rausgekriegt, dass das Mulligan ist? Mulligan ist ein Kultist? Was zum Teufel geht hier vor sich? Ah, ich komme gar nicht durch. Bum, 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 bum. Da ist noch Bell da. Aber die anderen Wohnwagen könnte ich durchsuchen. Hallo Jakob! Wer ist dieser überaus attraktive Kampfkunstmeister? Ich bin's, dein Bruder Ilmo. Jetzt erkenne ich dich, aber Ilmo, warum bist du so komisch angezogen? Das Hirschfest steht bevor und deshalb machen wir... Wir schnibbeln die Preise für alle personalisierten Hirschfestwagen in Stücke. Festwagen, die vom preisgekrönten Team des Kalevala Knights Motorradclubs gebaut wurden? Den letztjährigen Gewinnern der Trophäe für den besten Hirschfest-Tierfestwagen, der aber kein Hirsch ist? Von genau diesem Team. Und was euch umhauen wird, sind unsere neuesten Wagendesigns. Wir haben alles fertig. Hirschfestwagen, Restaurantfestwagen, Festwagen, die wir auf keinen Fall im Fernsehen zeigen können. Unsere Festwagen werden Ihre Freunde sicher beeindrucken. Machen Sie einen Heiratsantrag. Oder stellen Sie einen Kollegen in den Schatten. Und nach dem Hirschfest geht es weiter. Unsere Festwagen sind perfekt für Hochzeiten, Geburtstage, Bar Mitzwas oder Ihrer Kinzekanzinera. Unsere Festwagen sind für jeden Anlass ein Volltreffer. Aber warum sollten Sie uns glauben? Hören wir, was einer unserer vielen zufriedenen Kunden zu sagen hat. Ich war beim letzten Hirschfest. Die Festwagen waren klasse. Einer war ein Schwan. Na bitte, alles sofort angetan. Sehen Sie, da haben Sie es. Preisgekrönte Festwagen zu verbilligten Preisen, die Sie...
voll umhauen werden. Bestellen Sie noch heute! Bom, 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 bom. Ein braves Reh. Die Musik fetzt. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Nein, der Setter bitte. Applaus bitte. Das nenne ich eine Ankündigung, Jim. Ich muss noch schnell meine Notiz suchen. Ich habe noch ein paar Fragen für Sie. Die eigentliche Frage ist, was ist aus dieser Stadt geworden? Früher zog Bright Falls mit seiner lebendigen Kunstszene und dem beeindruckenden Futterhäuschen tausende Touristen an. Und wofür sind wir jetzt bekannt? Verfluchtes Bright Falls. Bam, 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 bam. Hallo Mama, wie versprochen schreibe ich dir jetzt, nachdem wir uns eingelebt haben. Es geht uns wunderbar, wir sind beschäftigt, wie immer. Die große Stadt. Jim arbeitet hart und hat eine Beförderung bekommen. Wir feiern diesen Anlass in einem neu eröffneten Restaurant, das Conny uns empfohlen hat. Laura macht sich gut in der Schule. Mit ihren Noten wird ihr jedes College offen stehen. Ich bin so stolz auf mein kleines Mädchen. Es war damit beschäftigt, unsere Wohnung in ein Zuhause zu verwandeln, das Personal einzuarbeiten und Möbel zu kaufen. Wer hätte gedacht, dass es so schwer sein würde, eine anständige Chaiselongue zu finden? Alles läuft gut. Mach dir keine Sorgen um uns. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ich liebe Megan. Bom, 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 bom. Okay.
Wir können jetzt rausgehen. Thornton auch. Verdammt nochmal. Und jetzt sind sie alle Besessene? Der Kamoda wartet. Aus dem Grund. Schnapp dir diese Arschlöcher. Konzentrier dich auf den Fall. Der Artikel über Logan war eine Lüge. Denk nicht daran. Der Kult hat den Knicker. Hol ihn dir. Bring das wieder in Ordnung. Für die Atmosphäre. Das ist die Werkstatt, die auf dem Foto mit den Kultisten zu sehen war. Dort bewahrten sie den Klicker auf. Wenn er noch hier ist, muss ich ihn finden. Ach ja, das war dieser Überfall hier. Ich kann die Kombination des neuen Türschloss nicht finden. Schauen, die Smiley-Kaffeetasse hilft mir nicht weiter. Aha. Danke an alle für die wertvollen Hinweise. Ich vermute, das heißt, dass die samstagliche Saunanacht stattfindet. Sauna ist gut für den Körper und gut für die Seele. Du magst sie vielleicht nicht, aber sie mag dich. Und alle Gewürze sind natürlich willkommen. Immer vergiss Fred, er hat nicht das Zeug dazu. Mit dem Ketchup sich auch. Es ist offensichtlich Chili-Mayo oder gar nichts. Nicht allen macht es Spaß, sich zu Tode zu brutzeln. Und wer würde Senf statt Ketchup nehmen? Hey Leute, ich würde vorschlagen, dass wir eine regelmäßige Saunanacht veranstalten, da der alte Raum wieder läuft. Wann wäre die beste Zeit dafür? Wie wäre es klassisch mit Samstagabend? Ich bringe die Wurst und den Senf mit, aber bring your own Bier. Ja? Die Hirschfestwagen beansprucht so viel Platz hier. Bitte haltet hier in der Werkstatt Ordnung, okay? Ich finde keine Werkzeuge mehr. Ich finde nicht mal mehr meine linke Hand, obwohl sie an mir angebracht ist. Aber meine Stiefel wird sich demnächst im Arsch von jemandem wiederfinden, wenn ihr hier weiter so ein Chaos hinterlasst. Hallo, Onkel Ilmo, ich hoffe, es geht dir gut. Charlene und ich haben unsere Lohnchecks für die Coffee World-Aktion vom letzten Monat immer noch nicht erhalten. Bist du sicher, dass du sie abgeschickt hast? Vielleicht könntest du dir das nochmal ansehen. Vielleicht wurde etwas übersehen. Charlene meinte außerdem, ich soll dir ausrichten, dass ihr Anzug seltsam riecht. Das ist die letzte Warnung. Hört auf, das ODM aus der Montagehalle zu nehmen. Ihr wollt euch in der Werkstatt besaufen? Kein Problem, aber das ODM ist nur für Rituale gedacht. Okay, ihr Idioten seid schlimmer als meine Kinder. Hallo, ich habe gesehen, dass einige von euch unsere Verstecke ins Freie gestellt haben. Bitte tut das nicht, Dialogen. Versperrt. Sie müssen da drin sein. Es muss einen Weg geben, dieses Schloss zu öffnen. Ja, schau in die Tasse. War es jetzt? Ich glaube, jetzt war es. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich schreie. Ah, erstmal das hier. Armes Ding.
3, 2, 1. Okay. Hey, bleiben Sie stehen. Die Gestalt stolpert aus der Dunkelheit auf der Pionier Mulligan zu. Thornton krümmte sich. Er hustete. Ein Stück kalte Pastrami blieb ihm im Hals stecken. Mach schon, du Arschloch, befahl Mulligan. Thornton würgte die Pastrami aus seiner Luftröhre. Mit seinem Partner eröffnete er das Feuer. Das Monster fiel, sie schossen weiter. Der Kitzel der Herrschaft. Dies war der Kult des Baumes, nicht ein Baum, ein Wald. Geheimes Wissen einer Hirschmaske, die letzte Verteidigungslinie. Yippie-ki-yay, du Hurensohn. Hast dich mit dem Allerbesten aus Bright Falls angelegt. Sie schlichen sich heran und zückten ihre Taschenlampen. Das Grauen. Es war Monika aus dem Tackle Shop. Eine unschuldige Frau. Thorntons Pastrami kam wieder hoch. Ich glaube, die neuen reichen nicht aus. Nee. Gehen wir mal schnell die Fallakten durch. Ach du Gott. So, Logan. Nein, das kommt nicht auf die Tafel. Ja, muss ich aber. Einige reale Dinge vermischen sich mit Fiktion. Spielt keine Rolle. Es ist nicht echt. Nicht echt. Stromrechnung. Verlust des Kindes. Wortspielbuch. Nee. Was? Dann so. Okay, nächster Fall. Macht keinen Sinn. Nicht? Wer ist involviert hier? Foto von Thor, oh, auch. Notiz. Da. Bestätigte Kultmitglieder. Dann haben wir hier Logans fiktives Zimmer. Hier. Okay. Haben wir. Für später. Haben wir ein paar Kultverstecke. In Watery. So. Und auch das. Okay, mehr haben wir nicht. Reim Watery. Da. Denken-Saga. Ja, ja, Denken. Da. Da müssen wir es hinpacken. Figur da. Ja. Und die Lunchboxen. Da haben wir ein paar. Ah, warte mal, hier haben wir was. Fahrstuhl, Dings und Bums, okay.
Sag ja. Jackpot. Das ist das Versteck des Kults. Vielleicht sogar ihr Hauptquartier. Möglicherweise. Da ist ein Keller. Da ist die Sicherung. Damit kann ich den Espresso Express wieder aktivieren. Der Kult lässt Vorräte für seine Mitglieder zurück. Das ist der Prozess des Kults. Ihr Ritual. Ziel umzingeln, überwältigen, Hammer oder stumpfen Gegenstand verwenden, Ziel festhalten, sein Herz herausschneiden, die Worte wiederholen, den Klicker an seine Brust platzieren, den Schalter zweimal umlegen, um sicherzugehen, dass er funktioniert, das Flutlicht nicht vergessen, auf Stativen. Wir müssen sehen, was wir da tun, agiert immer in Paaren. Ich habe wie gewünscht die Karte markiert, das sind alle Verstecke nach unserer letzten Zählung verschlossen, beladen und einsatzbereit. Das ist praktisch. Der Kult ist schlecht organisiert. Die Mitglieder befolgen keine Befehle. An alle, die die Ausrüstung des Hauses am See sabotieren. Hört auf damit. Wenn ihr dem Kult helfen wollt, dann ist das nicht der richtige Weg. Es sei denn, es ist hilfreich, das FBI auf uns zu hetzen. Dann könnt ihr euch gleich verpissen. Haltet euch von dem FBC fern. Und wenn ihr sie noch einmal in der Gegend herumschnüffeln seht, meldet es dem Großmeister. Das ist ein DLC, was kommen wird, ne? Haus am See. Das Nightingale-Ritual wurde nicht abgeschlossen. Ich will niemandem die Schuld zuschieben, aber wir können nicht zulassen, dass irgendwelche Touristen einfach so in unsere Rituale hineinlaufen. Wir wurden aufgehalten, bevor wir den Klicker benutzen konnten. Verdammt, die Lichter waren noch nicht einmal aufgebaut. Das ist nicht akzeptabel. Also lasst uns die Lehre daraus ziehen. Wir müssen mit unserer Vorbereitung schneller sein. Wir müssen uns absolut sicher sein, dass jemand Wache hält. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Wegen solcher Pannen schnüffelt FBI-Agenten darum, was nicht gut ist. Ich bin in die Sache nur so hart, weil ich weiß, dass wir es besser machen können. Der angespülte Lichtschalter, den ihr am See gefunden habt, ist kein Schrott, sondern verdammt wichtig. Vertraut mir. Von jetzt an werden wir, wann immer wir ein Ziel einfangen, sein Herz herausschneiden, den Schalter hineinstecken und dann umlegen. Ich weiß, das klingt komisch, aber vertraut mir einfach, das ist wie ein Ritual. Es wird funktionieren. Das ist es. Und jetzt haben wir... Von allen Gebieten alle Sachen... Zusätzlich nochmal. Hier haben wir noch Puppen. Da kommen wir später hin. Wenn das Wasser weg ist. Das Wasser scheint noch da zu sein. Ne? Es gibt hier gesperrte Gebiete. Okay. Müsste jetzt überall so der Fall sein. Und hier oben ist wieder das Ding mit diesen Kinderreimen. Ich weiß immer noch nicht, was das so 100% mit sich auf sich hat, aber trotzdem. Ist auch noch alles gesperrt. Kommen wir später hin. Unterbrechung des Rituals. Denken. Ach ja. Ausrüstung. Nee. Nee. Ja, was weiß er damit? Weiß ich doch nicht. Anstelle eines Zettels mit 5 Symbolen hat jedes Symbol ja seine eigene Zettel. Das ist das, was ich nicht verstehe, was du meinst.
Nein. Gute Nacht, Sascha. Ach, da. Achso, wie soll das rückwirkend hier funktionieren? Schönen Abend. Genau. Wird schon. Nimm die Zeit, die du brauchst dafür. So Momente sind immer doof. Noch fünf. Noch fünf, okay. Will ich hier runtergehen? Ich muss hier runtergehen, ne? Ein gruseliger Keller. Nein! Sie haben ihn! Sie spielen ein Spiel mit mir. Ich war so knapp dran. Sie haben den Klicker. Ich kann sie finden. Wohin würden sie gehen? Mulligan und Thornton sind Mitglieder des Kults. Er ist der Anführer. Das Hirn läuft aus wie Eigelb. Der Nervenkitzel des Dominierens. Nicht bloß ein Baum, ein Wald, das Wort. Ein solches Geheimnis stirbt niemals. Es gibt mehr als einen Anführer. Es gab noch einen Übergang in Watery. Der Festwagen war der Schlüssel. Mulligan und Thornton waren dorthin gegangen. Mit dem Klicker. Dieses Monster hier sollte sie aufhalten. Hier ist ein Übergang, genau wie der beim Cauldron Lake. Mulligan und Thornton sind wie Nightingale. Sie sind drin und warten. Und ein Festwagen ist der Schlüssel? Mulligan und Thornton ging es vorhin noch gut. Wie ist das passiert? Ein schrecklicher Fehler. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton. Schatten auf ihren Gesichtern und füllten die Gestalt der beiden auf. Das Allerbeste aus Bright Falls. Ein miserables Pastrami-Sandwich. Mulligan und Thornton erging es wie Nightingale. Toll, wo ist denn... Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, welche Notiz sie aufgenommen hat. Verdammt. Oben ist ein Besessener. Das war eine Falle. So, die Szene machen wir noch. Da läute ich so ein bisschen für mich den Feierabend ein, weil Groggy.
Das wird jetzt sehr laut. Ich erinnere mich noch ein bisschen. Ich werde jetzt gezwungen, direkt vor diesen Ort zu gehen. Und 3, 2, 1 und... Okay. Wo ist der Festwagen? Okay. Draußen ist, glaube ich, noch was, ne? Der Übergang entstand aus Watrys dunkler Vergangenheit. Das Ritual stand mit dem Festwagen in Verbindung. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Das Gedicht und das Herz waren der Schlüssel zum Übergang bei Cordon Lake. Hier ist es der Festwagen. Aber er ist unvollständig. Abend, Chigi. Emo stand vor dem Festwagen. Er drehte sich dramatisch zu seiner Crew um. Jetzt stellt euch vor, wie sich die Arme des Mörders bewegen. Stich, Stich, Stich. Und der Naki lacht. Beim Hirschfest gehen alle auf Nummer sicher. Wir nicht. Dieses Monument für Watrys Geschichte, dieses Kunstwerk, wird die diesjährigen Preise abräumen. Der Übergang hat sich um Watrys dunkle Vergangenheit gebildet. Das Ritual zur Teilnahme war mit der Gestaltung des Festwagens verbunden. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Zutritt groß. Das ist also Koskelas Festwagen. Wie es aussieht, fehlen nur 4 Teile. Das ist die einzige Maske ohne eine Ortsangabe. Souvenirladen. Einfach. Ich kann es nicht lesen. Espresso Express. Verstanden. Fairtrade Fun Zone. Okay, damit haben wir jetzt die Orte. Warte. Licht bleibt an. Licht bleibt an, bitteschön, ja. Und Falltafel. Oh, ich muss das nicht nochmal durchgehen. Okay. Das gefällt mir. So. Jetzt kommen noch die letzten 4. Das ist falsch. Was? Eine Platine erwähnt. Da. Und da. Und da. Und dann... Was fehlt vom Festwagen? Brauchen wir noch ein Profiling. Ich muss ihn zusammenbauen. Ja, mach mal. In der Materialliste für den Festwagen stand etwas von einer Maske. Wo ist sie? Armer Mocha-Elch. Da hat sie's wohl ausgerührt. Mocha, nicht Mocha. Das ist der Beweis, Ilmo. Man kann zu viel Kaffee trinken. Mocha wird an einem Ehrenplatz weiterleben. Er hat seinen Kopf verloren. Mulligan und Thornton hatten eine Aufgabe. Mulligan und Thornton müssen wissen, wo die Elch-Schädelmaske ist. Ja, deswegen müssen die darin glauben, oder? Overlord Deputies, okay. Die Maske fehlt. Wo ist sie? Der Tote wird wieder zum Leben erweckt. Die Krone des Großmeisters. Ein Steak ist nie verkehrt. Kümmere dich einfach darum. Sie wissen, wo sie ist. Ich weiß, dass sie es wissen. Wo ist die Maske? Koche und bleiche ihn. Wir alle verbeugen uns vor ihm. Der Schlund eines bröckelnden Brunnens. Zeigen wir der Schlampe, wer hier das Sagen hat.
Elchmaske ist beim Huotari-Brunnen in der Coffee World. So, der Zufall ist gleich um die Ecke. Ich habe etwas gesehen, genau wie damals in Cauldron Lake. Der Brunnen, hier in Coffee World. Der Elchschädel wird dort sein. Warte mal, wir nehmen es mal mit und packen es doch in der... Keine Ahnung, ob wir es brauchen. Aber haben ist besser als brauchen, ne? Kennen wir ja. Gut, das, liebe Sollte. Kriegen wir das noch festgehalten? Ich hoffe ja. Speichern hier. Okay. Soll es für heute gewesen sein, ne? Ich widme mich noch ein paar Dingen privater Natur. Und dann Bettzeit. Das solltet ihr auch dann langsam tun. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Je nachdem, wie sich es entwickelt. Vielleicht mit Banisher oder was anderem. Das müssen wir schauen. Wird spontan dann entschieden. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Schlaf gut. Träumt was Schönes. Ne? Habt einen schönen Start im Dienstag. Und bis dahin. Euer Firefox.